Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativkirche.de. Kurzes Video-Tutorial übers HMI von ACE. Heute soll es über die Multi-State-Lampe gehen. Man sieht schon, was man mit der alles machen kann. Ich sehe also hier, ich kann schnelle Text- oder Zahlenfelder machen. Hier oben sieht man dann, ich kann Grafik- und Textfelder machen und ich kann solche animierten Grafiken machen, eine Wasserpumpe oder hier so eine Störungsanzeige. Im Grunde ist das alles das Gleiche. Ihr bekommt oder das HMI bekommt eine Zahl und daraufhin schaltet es dann den entsprechenden Text oder die entsprechende Grafik um. Beginnen möchte ich im HMI-Tool. Man sieht hier rechts die Multi-State-Lampe. Als erstes muss ich eine Monitoradresse eingeben, das ist die Adresse LW. LW deswegen, weil wir in diesem Modbus ja viele verschiedene Zahlen drin haben. Beginnen tut's bei der 0. Wichtig, die Logo beginnt bei der Adresse 1. Bei Total States kann ich eintragen, wie viele Texte bzw. wie viele Bilder ich denn angezeigt haben möchte. Beginnen möchte ich mit den Textfeldern, da gibt es nämlich einen kleinen Trick. Zum einen, wenn ihr keinen Text drin haben wollt, müsst ihr einfach da reinklicken und alles rauslöschen. Wenn ihr Text drin haben wollt, müsst ihr natürlich hier einen Text reinschreiben. Wenn ihr das auf die Art und Weise macht, müsst ihr für jedes Textfeld immer neu sagen, welche Schriftgröße und welche Schriftart und so weiter. Deswegen gibt es die Text Library. Wir beginnen mit Edit. Ich nenne die jetzt einfach mal Textfeld 1. Und bestätige das Ganze, dann sieht man hier drunter, kann ich jetzt mit Font, kann ich da einstellen, was ich haben möchte. In diesem Fall sage ich einfach mal Textfeld 14 und als Schrift rot und bestätige das Ganze. Und wenn ich jetzt hier einen Rechtsklick drauf mache und Insert Text Status und da jetzt auf Font klicke, dann sieht man, hat er das übernommen. Hier in den Doppelklick rein kann ich jetzt hier Text 1 machen. Und hier nochmal Text 2 und so könnte ich dann weitermachen. Ich bestätige das Ganze mal und wenn ich jetzt hier Use Text Library nehme, dann sieht man, sind die hier drin und er hat jeweils dann auch die passenden Einstellungen genommen, wie Font Size und Font und so. Also hier Rechtsklick und Insert Text, das Ganze bestätigen, Rechtsklick, Insert Text und bestätigen und okay. Und damit sind die drin und haben jetzt natürlich auch jeweils die gleichen Einstellungen. Das finde ich schon wichtig, weil sonst klickt man da doch ziemlich viel rum. Als nächstes bei Pictures gibt es jetzt nicht arg viel zu sagen. Ich klicke in die erste Zeile, suche mir hier ein Bild aus mit Doppelklick, klicke in die zweite Zeile, suche mir ein Bild aus und fertig. Möchte ich Text und Bild haben, lasse ich das Textfeld einfach drin stehen, lösche ich das jetzt eben raus, dann habe ich hier jetzt logischerweise wieder kein Text drin. Schauen wir noch kurz in Logosoft Comfort. Ihr braucht natürlich einen analogen Netzwerkausgang, wo ihr eure Zahlen in den Modbus übertragen könnt. Ich habe jetzt hier verschiedene Impulsgeber genommen, einfach damit ich das ein bisschen zeigen kann. Im Grunde ist es am leichtesten, wenn man irgendwelche Vorwärts-Rückwärts-Zähler verwendet. Es sei denn, ihr habt eine Alarmlampe oder so, da kann man natürlich auch so einen Impulsgeber verwenden. Wenn man jetzt so wie ich hier nur 200 Millisekunden macht oder hier oben 700 Millisekunden und hier oben eine Sekunde, müsst ihr bedenken, dass das schon auch Rechenleistung der Logo kostet und deswegen seid damit ein bisschen sparsam, nicht so wie ich hier jetzt für die Simulation. Ansonsten kann man eben Vorwärts-Rückwärts-Zähler nehmen, eine Analog-MUX oder natürlich arithmetische Anweisungen. Wichtig ist bloß, dass ihr eure Daten nachher in den analogen Netzwerkausgang bekommt, damit die auch gelesen werden können vom HMI. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte euch die Multi-State-Lampe etwas näher bringen.